Es nimmt langsam sein Ende hier im weiten Dungeon von Ori and the Blind Forest. In den Elendsruf in uns gerade. Und sind auch schon fast fertig. Wir müssen im Prinzip nur noch da rein. Hier vorne, hinten haben wir nur kurz noch eine Lebenszelle geholt. Und ja, jetzt prinzipiell könnten wir jetzt den Dungeon beenden. Nur werde ich hier nochmal ordentlich verbrannt. Was wir schon... Ach nee, wir sind noch bei 4. Ja, das geht eigentlich noch. Bin ich eigentlich noch relativ zufrieden. Allerdings werde ich hier noch mal ein paar Mal leiden. Ja, das ist ja perfekt. Habe ich auch nichts Besseres erwartet. Jetzt ist es aber langsam witzlos. Dreistellige Zahl. Ich sag's nur. Auch wenn das alles gerade relativ unnötig ist, muss ich sagen. So. Hab ich's jetzt so. Dankeschön. Juhu, ich hab's durchgeschafft. Ich konnte zwar die plus 5 oder so Tode zwar nicht verhindern, aber egal. Scheiß drauf, wie gesagt, ich sag's ja. Unter einer dreistelligen Todesanzahl werden wir eh nicht bis zum Ende kommen. Ich höre immer zu. Das Element des Windes liegt vor uns. Es ist im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Schön. Ach je. Der kam aber schnell durch. Also ich habe länger gebraucht. Gumo heißt er, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Also die Wesen heißen Gumon und ich glaube, der ist Gumo, wenn mich ja alles täuscht. Diese Ruinen sind alles, was von den Gumon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumo, ja, Gumo heißt er, hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er das Letzte seiner Art. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gumo müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Ja, dann leg los. Hui. Weg von ihren Worten schloss er zu handeln. Kollege. Um Gottes Willen. Und auch dieses Mal erwartet uns wieder eine Flucht. Ja, wie vorhersehbar. Oh Gott, aber diesmal mit Wind. Oh Gott. Nein, und Eisstacheln. Oh Gott, Eiskristalle. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Natürlich ist die Flucht mal wieder härter denn je. Aber mit einem geilen Soundtrack hintermalen. Sehr geil. Oh ja, den fühle ich. Der ist geil. Einer der besten des Spiels, kann ich mich erinnern. Escape the Ruins oder so heißt der. Ich habe mir den Soundtrack schon mal rangezogen. Kennt zwar jetzt nicht alle Namen auswendig, aber den kenne ich. Der ist richtig nice. Wie ich mich auch von den Dingern dauernd treffen lasse, ey. Aber ja, die Flucht ist noch bei weitem schwieriger als die aus dem Ginsu-Baum. Ob man es glaubt oder nicht. Weiter oben treffen, genau. Mich da durch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. What the fuck? Okay. Ah ne, ich muss da unten. Ich muss da unten. Überall tritt Luft aus. Oh, also mit hohem Druck. Oh shit. Ah, warte. What the hell? Okay. Hier ist doch was. Warte mal, bin ich schon fertig? Wait, sind wir schon fertig? War es doch gar nicht so, so schwer, wie ich dachte? Huros Nest. Oh, das ist scheiße. Das ist nicht gut.
Ah, ja. Die Cutscene. Das erzählt uns ein bisschen mehr über Kuros Vergangenheit. Interessant. Vor allem wichtig. Ori hatte erfahren, wie sie durch unser Licht umgekommen war. Und die ganze Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Oh shit. Ja toll, Ups. War etwas lebensmüde, aber egal, komm. Lass krachen, Ori. Oh, scheiße. Stealth Mission. Ja, geil. Na, ganz toll. Jetzt dürfen wir uns vor Kuro verstecken. Bin er jetzt nicht der Beste drinne, aber ich gebe mir Mühe. Wow, 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 der hat noch geschossen. Ich kann mich hinter diesen Baumstämmen und sowas alles verstecken. Aber ich darf nicht zu lange außerhalb sein, sonst findet mich Kuro. Und killt mich wahrscheinlich. Komm, 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 komm. Nein. Aber auch wenn ich nicht so der Fan von solchen Stealth-Missionen bin, finde ich das trotzdem sehr, sehr geil. Wenn sie mich zu lange sieht, dann greift sie mich bestimmt an. Ist ja nice. Raus. Wow. Okay, jetzt bin ich zwar hier davon ausgesperrt vom Dungeon, aber sie kann mich auch nicht mehr bekommen. Dieses Mal sind wir in Klauen Grasen noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Ori, das Element der Wärme muss als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich noch hoch oben auf dem Trauerpass. Wir müssen dem Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Okay. Tal des Windes haben wir fast fertig, 96%. Und der Trauerpass, der wird krass, sage ich euch. Der wird richtig krass. Der habe ich richtig übel in Erinnerung. Sogar noch übler als der Nebelforst. Seid gespannt, das wird nochmal richtig übel. Aber auch der letzte Dungeon wird sehr, 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 sehr schwierig werden. Also jetzt wird es nochmal richtig, richtig hardcore hier. Das hier ist mies. Aber wir können ja fliegen, stimmt. Der Wind hier zieht uns ja, drückt uns ja nach oben. Können wir nicht sogar.
Jetzt kommen wir hier überall schön hoch. Du nährst mir bitte nicht. Genau, stirb einfach, dann sind wir alle glücklich. Genauso wie du, du Mistvieh. Aber auch ganz easy hoch. Überall ist jetzt dieser Wind aktiv. Es gibt noch einige Orte, wo wir jetzt auch rankommen. Den alten, also ein bisschen Backtracking-Gegner. Das meiste haben wir ja schon gesammelt. Aber das eine oder andere Backtracking können wir jetzt tatsächlich noch machen. Wo wir jetzt mit dem Wind rankommen. Aber ich würde sagen, ich belasse es sogar jetzt erstmal noch mit Backtracking und warte erstmal, bis wir alle Fähigkeiten haben. Denn schließlich gehen wir jetzt zum Tower Pass und danach geht es ja schon zum Finale des Spiels. Also, sicher eine Fähigkeit fehlt uns noch. Können wir sogar kurz eigentlich nachgucken. Und dann haben wir auch eigentlich schon alles. Ich glaube, noch eine Fähigkeit, die kriegen wir oben beim Tower Pass. Oder mindestens, oder maximal zwei. Können wir auch schon nachgucken. Hier ist eine. Ja, ich glaube, noch eine Fähigkeit fehlt. Dann haben wir alle. Ja, das geht ja noch. Da kommen wir noch nicht hin. Was könnten wir denn noch holen? Da kommen wir noch nicht ran. Das interessiert mich jetzt mal. Da haben wir schon überall alles. Dornsumpf. Ah, hier, genau. Da könnten wir hin. Da können wir noch nicht hin. Also die Energiezelle könnten wir hier noch bekommen. Eine Energiezelle könnten wir bekommen. Ja, das lohnt sich nicht. Für die eine Energiezelle zurückzugehen, das lohnt sich wirklich nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum Trauerpass nach oben. Wir machen weiter. Da haben wir noch Zeit. Da können wir noch nicht. Wir gehen nach links gehen wir. Da können wir da. Ich glaube, da ist jetzt überall Wind. So, perfekt. Okay, da kommt schon ein Typ, was ich noch nicht lösen kann. Vorsicht. Ja, guck mal hier. Jetzt haben wir hier ganz viel Wind. Jetzt kommen wir ganz nach oben. Sehr, sehr schön. Aber warte, ich gehe noch mal kurz hier ganz rechts speichern. Irgendwie hier rechts konnte man speichern. Hier, genau. Wir haben uns so eine Geisterportal freigeschaltet, als wir noch Kuro hier am Start hatten. Boah, auch hier geil im Hintergrund der Hochberg. Unser letztes Ziel. Das waren wir auch schon. Wir müssen jetzt nach rechts. Solche nervigen Mistviecher. Vielleicht der nächste. Oh shit, ey. Ja, okay. Das kann man sehen hier. Dank unserer Fähigkeit. Ah, jetzt haben wir wieder drei. Okay, gut. Speichern. Und die vorletzte Fähigkeit, die wir noch haben. Stichflamme ist besonders erweitert den Radius und erhöht den Angriffsschaden der Stichflamme. Ja, okay. Letztes geil. Wir können. Unser Angriff wird erhöht und wir können jetzt vier Ziele gleichzeitig treffen. Müssen wir jetzt aber erstmal wieder drei weitere Fähigkeiten sammeln. Das wird ein bisschen dauern. Und ja, natürlich erwarten mich hier diese grünen Fröcke vielleicht, von denen wir schon ein paar getroffen haben. Aber ja, der Trauerpass wird nochmal richtig spannend. Da könnt ihr euch drauf freuen. Haben wir ihn noch offiziell erreicht. Oh, und ein Energietor, okay. Uns mitbringen. Huch. Da ist auch die letzte in der Lebenszelle. Boah, man sieht es an der Karte, das ist noch sehr viel, was uns auf uns, was hier auf uns wartet. Nein, lass mich hoch.
muss ich viel mit diesen Viechern zusammenarbeiten. Unfreiwillig, sagen wir mal. Auf unfreiwillige Basis. Achso, da ist noch ein. Ah, shit, hier brauche ich den gleich. Moment, 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 Moment. Ich muss da hoch. Perfekt. Mit den Steinen schafft man das auch. Und gleich hier rein. Aktivieren. Da haben wir schon mal die Karte freigeschaltet und können schon mal ein bisschen mehr davon sehen. Und boah, ja. Das ist so dermaßen groß. Da werden wir bestimmt noch ein, zwei Parts noch benötigen, um dass wir das hier alles erkundet haben. Krass. Also ein bisschen dauert das Spiel noch. Also es ist nicht mehr so lange. Ist ja nur ein Indie-Game. Aber ein bisschen dauert. Aber ist ja auch schön. Ne? Nicht so oft treffen lassen. Aber nicht endlos leben. Wäre auch schön. Ah, Moment, ich muss woanders lang. Ja, da unten muss ich weiter. Jetzt haben wir da diese große Ecke erkundet. Okay. Schon wieder so ein Gegner, der sich auf mich runterstürzt. Wieso? Runter oder nach links? Runter. Links komme ich nicht weiter. Ah, hier ist noch was. Wow! Respawn, der Arsch. Okay. Ai, ai, ai. Ah! Lavastrahl, I guess. Nein! Okay, warte, hoch, 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 hoch. Ich darf ja hier alles neu machen. Aufgrund meiner Inkompetenz. Dieses Miststück, ey. Wir sind hier schon auf den Sack. Ich hier runter. Shit, ey. Lass mich runter, verdammt. Ruhig. Noch irgendwo ein Laserstrahl? Ja, natürlich noch ein zweiter. Da wo einer ist, ist ein zweiter nicht weit. Und ich bin gestorben. Hammer. Hammermäßig. Das ist das Gameplay, was wir sehen wollen. Aber ich bin ja auch so inkompetent und springe noch in den rein. Eigentlich selber schuld. Muss man leider sagen. Müsste eigentlich theoretisch hier irgendwie lang. Na, zurück komme ich doch auch gar nicht mehr, oder? Hm. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich könnte zwar wieder zurück, aber ist es das, was ich soll? Muss ich nicht da oben weiter? Erstmal speichern, ganz, ganz wichtig.
doch jetzt ganz anders aus. Dementsprechend noch mehr Schaden. Und hat einen höheren Radius. Ja, aber wo soll ich jetzt hin? Das ist meine große Frage. Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Die geht mir auch so viel. Na, bräuchte ich. Ja, ja toll, ich kann den Gegner darauf schleudern. Das ergibt natürlich Sinn, ne? Wenn man an sowas denkt, dann easy. Shit. Ach nein, ich bin so ein Idiot. Den offensichtlichsten Schlüsselstein habe ich nicht mitgenommen. Nämlich den, den es da oben geschenkt gibt. Oh ne, den habe ich vergessen wieder einzusammeln. Ich habe den einmal eingesammelt, aber dann bin ich ja gestorben. Stimmt, ne? Da war ja was. Okay, nochmal speichern. Und vergessen habe ich den, im Prinzip schon, aber prinzipiell nur, weil ich dachte, dass ich den schon eingesammelt habe. Da klicke ich ein bisschen raus, wenn ich weiß. Ich bin halt sehr vergesslich. Entschuldigung. Ich müsste damit leben. Hier rein. Naja, stimmt. Ich brauche ja gar nicht suchen. Ich sehe ja alles. Ich vergesse es auch manchmal auch immer wieder, dass ich im Prinzip das alles sehen sollte. Sind wir auch hier wieder zurück. Prinzipiell könnte ich auch da oben an ein geistliches Gefäß ran und Moment hier auch. Na gut, zwar nicht an ein geistliches Gefäß, aber an was anderes. Auch ein bisschen geistlich drinne. Ja, komme ich. Allerdings brauche ich erstmal, muss ich erstmal das da oben aktivieren. Wieder da hoch. Miese blöde Spinne. Geh mir nicht auf den Sack. Bringt mir ja nicht mal angemessen geisterlich. Lohnt sich also nicht mehr gegen mich zu kämpfen. Was ist hier? Eine Fähigkeitenzelle. Ja, ist wichtig. Will ich haben. Muss ja nur wissen, wie. Und das Lebenszelle. Die allerletzte. Wow. Auch mir anzuschauen. Mit der Frosch von Wish. Boah, das ist echt groß, ey. Komme ich sogar ein bisschen durcheinander. Komme ich aber. Oh. Hier kann ich noch nicht mal weiter. Toll. Da unten ist ein Laserstrahl, der mir alles verhindert. Okay, ich muss irgendwo oben, soll ich einen Stein, glaube ich, runterholen. Ah, scheiße. Aber erstmal soll ich vielleicht mal ein Hirn einschalten und merken, dass da ein Laserstrahl ist, der mich one-hittet. Das wäre vielleicht von Vorteil, ne? Mitdenken wäre auch nicht schlecht.
Mist, wie viele Laserstrahlen sind denn da, ey? Die miesen Mistkerle. So, wahrscheinlich hier noch ein Vierter, natürlich, war ja klar. What the fuck bist du? Oh. Gern geschehen. Ja. Passiert. Ah! Eine Energiezelle. Wie viele fehlen da eigentlich noch? Vier. Boah, da fehlt ja noch einiges. Die Lebenszelle komme ich noch nicht ran. Da brauche ich erstmal die letzte Fähigkeit, die wir da oben bekommen. Warte mal, ich brauche den noch ein Stück. Jetzt! Durch da! Durch da! Okay. Weiter. Ist da oben was? Nö. Gar nichts. Ach, jetzt haben wir dich hier. Ah, ja, okay. Das erklärt einiges. Du bist dieses Objekt, was ich vorher gesehen habe, dass wir für Laserstra... Fuck you. Großes, fettes Fuck you. Geht an deine Mutter raus. Und hoffentlich nicht mehr lebt. So hätte es klappen müssen. Aber hat es nicht. Wie wir es von mir kennen. Jetzt kommt noch so ein kleines Kopf hinzu. Das ist aber auch nicht der Sinn der Sache. Ich da. Ja. Warte mal. Warte mal, warte mal, stopp. Hier unten. Bäh, aber ohne, dass du mich so quetscht. Ja, genau, da sollst du hin. Ja, die hätten definitiv. Aus. Ah ja, und dann kann ich hier den Laserstrahl abschalten und dann kann ich ihn da runterschießen. So, dann brauche ich den hier oben nicht mehr. Gut. Bist du jetzt hier weg. Und dahin, wo ich dich gerade eben hingebracht habe. Um den Laserstrahl fernzuhalten. Sehr gut. Kann ich hier den Weg nach unten wieder freischalten. Und jetzt geht der Wind weiter nach oben. Das heißt, wir kommen weiter. Was sind wir denn jetzt? Nochmal ein ganz großer Part. Brauchen wir erstmal die Fähigkeit für. Oh ja, hier warten noch einiges auf uns.
Wenn ihr den Rest von den Trauerpass sehen wollt, dann schaltet wieder ein beim nächsten Mal beim neuen Part von Ori and the Blind Forest. Haut rein und ciao.